Gladiators take the Unentschieden in Salzburg bedeutet weiterhin Spannung im Kampf um die Top 6. Herzlich willkommen zu Dein Verein Sturm Graz. An meiner Seite ist heute unser Sky-Experte Michi Konsel. Hallo Michi. Hallo. Ein 0:0 gegen Salzburg in Salzburg. Kann das was lösen? Das war ja nicht so leicht zuletzt für die Grazer. Ja, ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt noch eine Chance hat. Und jetzt kann man es noch aus eigener Kraft schaffen, was enorm wichtig ist mit dem Heimspiel gegen die Austria. Und ja, ich glaube, man hat die richtige Taktik auch gefunden. Hat ein bisschen Glück gehabt mit dem verschossenen Elfmeter. Aber nicht unverdient, der Punkt. Du gehst wieder so weit nach vorne. Jetzt müssen wir fast schon die Highlights abrufen. Das machen wir jetzt auf. Die Zusammenfassung, bitte. Die Chancen für Roman Mählich und Sturm auf das Erreichen der Meistergruppe sind gestiegen. Die Grazer zeigen in Salzburg beim Meister eine gute, engagierte Leistung und haben sogar Chancen auf die Führung. Emeka Esse verzieht. Die Salzburger bemüht, initiativ zu spielen. Gulbrandsen. Takumi Minamino, der gefährlichste der Salzburger in der ersten Hälfte. 0:0, aber zur Pause Marco Rose in seinem 100. Pflichtspiel als Cheftrainer der Salzburger nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Dann die zweite Hälfte. Sturm über Hierländer, Koch, der Fehler der Salzburger durch Mwepu und aus der Drehung Kiteschwili. Die größte Chance hat dann aber Salzburg in der 74. Minute, denn es gibt einen Elfmeter. Minamino schießt Hierländer an, der Pfiff kommt von Schiedsrichter Oliver Drachter und die große Chance für den Führenden in der Torschützenliste für Munas Tabur Salzburg in Führung zu bringen. Aber der ist viel zu lässig vom Punkt und so bleibt es beim 0:0 und damit rückt Sturm dem Top 6 einen weiteren Schritt näher. Ja, die Bullen, sie waren dominant, die Defensive, die hat aber gehalten, die war gut. Sie hat gehalten, Sturm war richtig gut eingestellt, sie haben clever gespielt, haben auch dann in der Offensive das eine oder andere Mal ganz gut gespielt, nur im Abschluss, zum Abschluss so richtig, zu 100-prozentigen Chancen sehr wenig gekommen, aber man hat schon gesehen, dass die Mannschaft da schon noch an sich glaubt. Ja, jetzt hat sich ja Roman Mählich hin und wieder rechtfertigen müssen für diesen doch, fürs Beton anrühren, wie man dann so sagt. Ist das zu Recht? Muss er sich da rechtfertigen? Es geht ja doch auch um Ergebnisse. Nein, also es geht in erster Linie um kein schönes Spiel im Moment. Es geht um Ergebnisse. Es geht darum, dass man die Punkte schafft, dass man in die Meisterrunde kommt. Und da muss man einfach, ja, muss man einfach einmal vielleicht auch unattraktiv spielen. Ja. Und wichtig ist, dass man jetzt den Punkt geholt hat. Das ist das Allerwichtigste. Sie erinnern sich vielleicht, Michi Kontl, vergangene Woche. Sturm, glaube ich, wird es nicht packen. Musst du was revidieren jetzt? Ja, ich meine, so wie sich die Runde gestaltet hat, das kann man, nicht voraussehen. Und ich habe halt gesehen, dass Sturm Graz schon die schwerste Auslosung hat mit Salzburg. Dass sie dort den Punkt holen und dass die anderen für Sturm gespielt haben, das kann man am besten ja, mit sehr viel Glück nicht erraten. Und so gesehen sind sie jetzt wieder in einer sehr guten Position, weil sie es selber in der Hand haben. Also es hat sich vieles gedreht wieder. Vieles gedreht? Wie sieht es denn der Trainer Roman Mählich? Die Ausgangslage um die Top 6. Die Hoffnung, die war immer da. Ich habe das heute vor dem Spiel gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft Qualität hat, unter den Top 6 in Österreich zu sein. Ja. Die Konstellation war schwierig oder ist noch immer schwierig. Schwere Auslosung, die Mannschaft hat nicht so viele Punkte im Herbst gemacht, wie sie wollte. Deswegen ist auch ein neuer Trainer gekommen, habe ich auch schon öfter erzählt. Sonst wäre ich jetzt gar nicht hier und würde mit Ihnen über das Spiel diskutieren oder Ihre Fragen beantworten. Und von daher ist es nicht überraschend, dass es eng wird. So. Mich freut, dass wir uns in gewissen Sachen im Vergleich zu letzter Woche sehr gesteigert haben. Nochmal, also gegen so eine Mannschaft hier auswärts einen Punkt zu holen, da sind wir natürlich zufrieden, ohne euphorisch zu sein. Ja, und dass Sturm Graz ja da eigentlich drinnen sein müsste, sind wir uns wohl auch einig. Eigentlich ja, müsste. Ja, das sind einige Mannschaften, die man gerne wahrscheinlich oben drinnen hätte, wo es sehr eng wird. Aber ja, Sturm ist noch nicht durch. Wir haben ja schon gesagt, die Auslosung verdammt schwierig. Es wird auch die Austria zu Hause nicht einfach.
Und, aber die Mannschaft, so wie man das so hört und wie man auch das Spiel gesehen hat, glaubt noch daran. Wie findest du eigentlich Roman Mehlich da als Sturm drin? Jetzt können wir ein bisschen schon was sagen zu ihm. Ich finde, er präsentiert sich sehr gut auch in den Interviews. Ja, wir haben das eigentlich schon zu Beginn auch schon gesagt, dass er einfach der richtige Mann für diese Mannschaft ist, für den Verein. Kennt den Verein in- und auswendig, ist vom Typ her einfach einer, der auch immer gewinnen will, der es aktiver schon gezeigt hat, mit sehr viel Kampfgeist, was da alles möglich ist. Und ich glaube, das kann er so richtig auch auf die Mannschaft übertragen. Also hat einen guten Draht, so hat man das Gefühl von außen. Und war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja, gute Entscheidung, gute Aussagen immer von Roman Mehlich. Und gute Aussagen werden Sie auch jetzt hören. Und zwar von einem ganz besonderen Sturm Graz-Fan, nämlich vom Pfarrer von Irtning, Herbert Prochaska. Ein prüfender Blick. Und bitteschön. Eine Sturmfahne am Kirchturm, das kann nur das Werk von Herbert Prochaska sein. Wenn wir Cupsieger werden oder wenn wir die Meisterschaft gewinnen, dann wird bei uns vom Turm runter die Sturmfahne ausgehängt und die Glocken werden eingeschalten. Am 9. Mai 2018 wird Sturm Cupsieger, ganz Graz, feiert. Und das wird auch in Irtning zelebriert. Es war halt 23.30 Uhr herum oder was nicht. Und wenn da natürlich dann in Irtning die Glocken läuten, dann werden die Leute erst einmal so, aha, ja, ist klar, Sturm hat gewonnen. Prochaska ist Pfarrer in Irtning und für diesen sind zwei Dinge von ganz zentraler Bedeutung. Der Glaube und Sturm Graz. Eine Liebe, die bereits in jungen Jahren beginnt. Es war so, der Deutschprofessor im Gymnasium war ein GRK-Fan. Und wenn GRK Samstag, Sonntag gespielt hat und verloren hat, dann war seine Stimmung am Montag am Tiefpunkt. Und wenn du Pech gehabt hast, bist du zur Prüfung dran gekommen. Und das war dann schon mal schlecht. Und bekanntlich, wenn man so 15, 16 ist, hat man einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und dann war es für mich klar, wenn der GRK-Fan so ist, dann muss ich zu Sturm Graz halten und habe ihm das auch gesagt. Fußball ohne Glauben, für den Pfarrer geht auch das, aber... Eins schließt das andere nicht aus. Es ist ganz einfach die Freude am Sport, die Freude an der Mannschaft, die Freude bei den Menschen. Das ist einmal wichtig und Kirche und Glaube hat halt auch viel mit Freude zu tun, nicht? Prochaska unterstützt die Grazer Kicker gerne, aber dann doch lieber als Fan und nicht mit Gebeten. Ja, das ist Stoßgebet richten, aber kann das so trainieren und nicht. Pfarrer Prochaska, eben ein ganz besonderer Sturmfan, wie es ihn wohl kein zweites Mal gibt. Ja, also danke Ronald Mann für diesen tollen Beitrag. Stoßgebete. Die sollen trainieren. Super Beitrag und voll sympathischer Typ. Und vor allem die letzte Aussage, dass sie trainieren sollen, das ist die Wahrheit. Ja. Sollen trainieren gescheit, was dabei rauskommt. Ganz besonderer Sturmfan. Ganz besonderer Sturmfan. Und ja, vielleicht das eine oder andere. Ja, die Hilfe von oben in der momentanen Situation kann nicht schaden. Ja, und vielleicht bekommt er dann eine neue Fahne, falls es den nächsten Titel gibt. Das war das alte Logo. Schal wäre angebracht. Schal ebenfalls, ja. Also, wenn die Abteilung von Sturm Graz das sieht, bitte einen Schal für den besten Fan. Das hätten wir jetzt mal deponiert. Also spannend wird es für die Kampfmannschaft, aber auch spannend wird es für Markus Bretterhofer, Kapitän der Special Black ist und er ist auch Teil des Nationalteams. Am 14. März geht's los, Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi und er wird dort Österreich vertreten. Ja, der Manni, der spielt sozusagen bei den Special Olympics, bei den internationalen Spielen für die österreichische Nationalmannschaft der Special Olympics. Und dort wird gespielt auf Unified-Basis, das heißt 50% Menschen mit Behinderungen und 50% Menschen ohne Behinderung spielen gemeinsam aufs große Feld gegen ja, sehr viele Länder. Ja, das ist sehr überraschend, dass wir da mitspielen dürfen, aber ich freue mich schon sehr auf das, weil wir machen viel, ihr und der Thomas machen viel. Jetzt haben wir dreimal in der Woche Training, aber es ist sehr anstrengend.
Ja, schön zu sehen, wie der Sport auch verbindet. So ist es. Es ist immer wieder schön zu sehen, mit was für einer Leidenschaft und Begeisterung alle da dabei sind. Lieber Markus, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute bei diesen Special Olympic World Games in Abu Dhabi. Jetzt geht's dann gegen die Austria. Ja, man hat es in der Hand und jetzt muss man... Wird wieder Beton angerührt, glaubst du? Alle müssen Farbe bekennen und nicht Beton. Es muss fast der Sieg her, also 3 Punkte. Und das Publikum wird da sein und möglich ist es, die Qualität ist da in der Mannschaft. Aber natürlich, es ist unglaublich schwer, noch immer. Aber die Chance lebt. Ja, was erwartest du dir da für eine Partie? Thomas Letsch ist jetzt nicht mehr Trainer der Austria. Könnte ganz interessant werden. Wie glaubst du, wird sich das entwickeln, das Ganze? Der Vorteil wird es keiner sein, aber Sturm muss sowieso das Spiel einfach von Beginn an in die Hand nehmen. Und sie müssen einfach, auch wenn jetzt vielleicht einmal die Verfassung nicht so gut ist, von der Tagesverfassung her meine ich jetzt, man muss sich da überwinden und man muss alles geben, dass man das schaffen kann. Die Austria hingegen hat es ja schon geschafft. Also auch vielleicht ist da ein bisschen die Luft draußen, weiß man jetzt nicht genau. Neuer Trainer, frischer Wind, doch die Luft ein bisschen draußen. Also extrem spannend. Ja, aber Sturm muss dann wohl aktiv sein, oder, Michi? Absolut, Sturm muss in die Partie gehen, mit extremer Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Man muss das Spiel sofort in die Hand nehmen und man muss sehen, dass man von jedem Einzelnen, dass man wirklich das Spiel gewinnen will, unbedingt. Dann sage ich danke mal. Wir werden uns dann nächste Woche wieder drüber unterhalten. Vielleicht doch das ein oder andere Stoßgebet vom Pfarrer aus Irtning. Vielleicht hilft es ja doch. Wir werden auf jeden Fall am Montag wieder drüber sprechen. Die Partie natürlich live bei uns dann auf Sky gegen die Austria. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis bald. Machen Sie es gut. Sowas wie Heimat, für mich Lanka begrüßt.